Jo Leute, willkommen zum neuen Video hier auf dem Kanal. Heute mal ein kleines Voice-Over-Intro. Ich bin in Ems, alleine, leider. Keiner hatte Zeit und ja, heute mal auf dem Enduro-Bike unterwegs. Warum bin ich mit dem Enduro-Bike unterwegs? Ja, ich habe mir so gedacht, ja, ich habe mal Bock drauf. Ems sind jetzt eh nicht die riesigsten Sprünge und so. Da reicht dann das Enduro auch vollkommen aus. Erste Abfahrt für dieses Jahr hier im Bikepark Bad Ems für mich. Die haben letzte Woche aufgemacht, aber da war ich in Urlaub und ich habe so ein paar kleine Clips gesehen auf Insta, was jetzt hier so angeblich neu ist oder wie das jetzt hier so aussieht. Aber ich würde sagen, wir verschaffen uns jetzt mal einen ersten eigenen gemeinsamen Eindruck und ich würde sagen, let's go, viel Spaß mit dem Video, aber jetzt erstmal Intro. Colors all around, but I don't see anything but blue. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the dark. So, ich würde sagen, let's pep, erste Abfahrt. Das Enduro ist ein bisschen komisch, weil ich war gestern in Willing. Das Video kommt anscheinend auch vor dem. Deswegen habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Ich springe jetzt vom Downhill auf den Boden, aber bisher ist hier noch nicht so krass. Boah, was war das denn? Aufnehmen? So eine Art Wind? Ah ja, so wird es wieder fahren. Ich habe da schon viel Spaß bei dir angekommen. Also an die M, wenn ich jetzt persönlich kommt, springst du dir auf. Okay. Ich muss ja gerade noch ein bisschen weil der Sturm jetzt wird immer ohne Gehäuse gesetzt. Wird immer unten nach dem Bock, wenn wir den letzten Abschnitt hier den letzten Abschnitt über den Ich hoffe, das sieht man dann. Wenn nicht, tut es mir leid. Dann müssen wir den Next Turn mal zum zweiten. Das nochmal filmen. So Jungs, Schicknall sind wir ja eben schon gefahren. Jetzt haben wir hier mal einen Drop. Reif. Oh, hat nichts verändert hier.
Oh, eine Legende, hier ist keine Schütze oder so. Oh, das Treppe war krass. Oh, geil, neuer Anbieter. Nein, geil. Hey, den Anbieter mach ich immer. Okay. Irgendwie finde ich, hänge ich so ein bisschen zu sehr mit Bremsen haben. Da wird das viel. Zumindest. Das ist aber auch ein bisschen weird, ja. Weil das sind Leute, die mich kennen, die zwei Jahre alt sind. Du, hinten mal, du hast einfach mal einen Zahn schaffen, ne? Und auf einen Daumen nicht verstanden, ne? Jetzt ist das halt so ein bisschen. Jetzt. Ich hab einen anderen Punkt nicht mehr, aber passt schon. Junge, diese Steinpisten, ich kann es nicht abhaben. Ich bin jetzt schon zweimal am Platten hier in diesem Steinfeld geholt. Ich gehe jetzt mal Schiss da durchzufahren. Wenn ihr über den Tipp. Wenn ihr über den Tipp. Jetzt. Toll. Der war geil, Alter, der Eurotable. Hab ich gefühlt. Oben die Leine ist geiler und schneller. Einfach drüber. Boah. Ah. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Nach Emser Bikepark. Kurzes Statement zum Park. Boah, hat sich halt einfach nichts verändert, so gefühlt. Ist genauso wie letztes Jahr, hat trotzdem Bock gemacht. Hier und da kann man noch so ein, zwei Sachen verbessern. Sprich Anleger. Aber sonst hat extrem Spaß gemacht zu fahren. Ich würde sagen, das war's auch mit dem Video jetzt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like und ein Abo da und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein neues Video hier auf dem Channel mehr verpasst. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Kakao.